herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und es wird Zeit für mein kleines Infovideo. Ja, ich lade es jetzt gleich heute als erstes hoch. Ich werde zwar gestern Abend runterladen, aber ihr wisst ja, wie das manchmal so ist mit der Lust dann noch. Deswegen heute gleich als erstes und zwar gleich das erste Thema, ein sehr wichtiges Thema und zwar GTA 5 Story. Sie kommt überhaupt nicht an. Wir reden hier von 5, 6 Aufrufen pro Video. Plus, minus. Ich möchte das Let's Play hiermit abbrechen, erst einmal. Und jetzt seid ihr gefragt, wollt ihr ein GTA 5 Let's Play dann in Zukunft nochmal haben, dass ich es dann doch durchspiele? Bis aktuell bringt es nichts. Wir bewegen uns hier in Gefilden von Dragon Ball Xenoverse und Xenoverse ist wirklich mein schlechtestes Let's Play von Aufrufen her, auf jeden Fall. Deswegen möchte ich GTA 5 Story-Modus erstmal soweit abbrechen. Deswegen, wie gesagt, dringender Aufruf, schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr noch ein GTA 5 Let's Play haben in Zukunft? Dieses Jahr weiß ich nicht, ob es was wird. Ich habe noch so ein paar andere Spiele auf dem Kieker. Also, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Nein, wir wollen kein GTA 5 Story-Modus haben. Oder irgendwann wäre es schön, wenn du das mal wieder in Angriff nimmst. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit, die mir auf dem Herzen liegt. Und zwar wollte ich mich entschuldigen, dass es in letzter Zeit überhaupt kein Föderationsdatenbank-Video gab. Tobi war jetzt im August im Urlaub, schrieb mich dann aus dem Urlaub an: Du, ich habe eine total geile Idee. Ich fand die Idee auch richtig geil, bloß Tobi hat es immer noch nicht richtig umsetzen können. Er arbeitet da immer noch dran. Und deswegen habe ich ihn gestern oder vorgestern dann gesagt: Pass auf, ich habe da was vorbereitet. Eine kleine Diskussion über die Sovereign-Klasse. Ihr werdet mich nach dem Video sicherlich hassen, aber es ist jetzt nicht so, ich möchte nicht nur Fakten raushauen, sondern ich möchte mal darüber diskutieren. Und zwar Theorien austauschen, mich mit Tobi deswegen austauschen. Ihr könnt drauf gespannt sein, wie gesagt, ihr werdet mich hinterher hassen, aber ich denke mal, ich möchte es trotzdem mal ausprobieren. Und ja, das heißt also, Föderationsdatenbank wird wohl diese Woche noch kommen, dieses Wochenende. Zwar nicht mit Tobis Thema, das wird dann die nächste Folge sein, aber mit einem anderen Thema, was ich hoffe, spannend genug sein wird. Gut, das haben wir, das haben wir. Dann gibt es eine Kleinigkeit, die vielleicht den ein oder den anderen Minecraft-Lehrer, wenn das überhaupt ein Wort ist, euch freuen wird. Und zwar, es wird wieder Minecraft geben, aber nicht Hexit. Ich denke mal, Hexit ist jetzt ein totgeborenes Kind. Das bringt nichts mehr. Und außerdem es hat sich auch so in einer Richtung entwickelt, wo ich mir also gedacht habe, na, das kannst du so nicht weiter fortsetzen. Außerdem ist es auch so ein bisschen das Problem, wenn ich da jetzt neu anfange, so auf Spannung aufbauen, ist ein bisschen blöd, weil ich müsste erstmal wieder mit den Jungs 12 Jahre lang durch den Wald latschen, um einen Turm oder sowas zu finden. Und deswegen habe ich mich da gestern mit Jan drüber unterhalten und wir haben ein neues Modpack rausgesucht, was wir heute Abend mal anspielen wollen. Ich bin ja mal gespannt, wie das so ist. Ich habe es gestern Abend mal so 2 Minuten angespielt. Ich finde es cool. Jan hat mir ein paar Screens geschickt, die sind geil, die sind richtig geil. Deswegen, welches Modpack das ist, das werde ich nicht spoilern, da könnt ihr euch überraschen lassen. Ja, also Minecraft wird demnächst auch wieder losgehen. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gut, das war's dann. Noch eine Kleinigkeit, das habt ihr ja sicherlich mitbekommen. Und zwar geht es hier um meine Uploads, meine Video-Uploads. Jetzt habe ich es endlich. Und zwar habe ich mich jetzt dazu entschlossen, es wird bloß noch pro Tag ein Video geben. Aus einem ganz einfachen Grund. Erstens ändert sich ein bisschen was bei mir jetzt privat und zweitens, meine Internetleitung ist einfach nicht dazu ausgelegt, jedenfalls mein Upload ist einfach nicht dazu ausgelegt, 2 Videos pro Tag hochzuladen. Weil ich würde jetzt, wenn ich jetzt hier um 14 Uhr anfangen würde, 2 Videos hochzuladen, sitze ich bis um 7 da und das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Und gut, so ein Infovideo ist man noch schnell reingeschoben. Also, aber so generell 2 Let's Play-Videos pro Tag, das wird schwer. Es wird sehr, sehr schwer jetzt für mich. Und deswegen gibt es nur noch pro Tag ein Video. Ist es aber immer noch pro Tag ein Video, ne? Ja, das wollte ich noch erwähnen. Gut, das war's dann also. Wow, das Infovideo ging jetzt 5 Minuten.
Ich möchte nochmal zu aufrufen, schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr weiterhin ein GTA 5 Let's Play oder wollt ihr, dass ich GTA 5 fortsetze? Nicht weiterhin, sondern wollt ihr, dass ich das irgendwann fortsetze? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das nicht wollt, dann schreibt das genauso in die Kommentare. Feedback. Ich wünsche Feedback. Danke. Und zwar nicht ein Feedback-Puls, der meinen Computer gleich in die Luft jagt, sondern Feedback. Ach, entschuldigt, das war ein schlechter Star Trek-Witz. Gut, wir sehen uns dann also irgendwo da draußen wieder. Bis dann. Tschaußen. Von Ihnen hätte ich mehr erwartet. Sie bekommen mehr. Mr. Wolf?